Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei euren Rainbow Gamer Leute. Und ja, wie ihr es schon wieder seht, spielen wir wieder Death Stranding. Heute kommt der zweite Teil. Gestern habe ich leider nicht gespeichert, aber ich bin für euch nochmal den Weg zurückgegangen, wo wir aufgehört haben. Ich bin jetzt an einer bisschen anderen Stelle, aber das ist ungefähr gleich weit. Und wir sind schon so gut wie da, wo wir hin sollten. Und ja, für meine Zuschauer gibt es noch ein paar kleine Infos. Glaubt mir, hört lieber zu. Das ist gut, wenn man da zuhört. Ich mache nicht so wie andere YouTuber so irgendeinen Scheiß wie Werbung oder sowas. Auf jeden Fall wichtige Infos. Und zwar habe ich ja in dieser Zeit Geburtstag, aber in nächster Zeit fallen auch die Angebote vom PlayStation Store. Und darum habe ich jetzt schon mein Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar habe ich die Premium-Version von Mortal Kombat 11 bekommen. Das heißt, es lädt gerade runter. Ich werde dann vielleicht heute oder morgen die erste Folge von Mortal Kombat 11 raushauen. Und ja, was ich im letzten Video gesehen habe, 0 Dislikes und 6 Likes und die Kommentare waren jetzt auch mal ein bisschen voller. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Vor allem freut es mich auch, dass euch meine Let's Plays gefallen. Und vor allem auch das Projekt Death Stranding. Und ich würde jetzt nicht so viel rumlabern. Ich würde dann auch mal into Game gehen. Und ja, ich habe dann von einem Zuschauer, den ich auch privat ein bisschen länger kenne. Also jetzt nicht so real life privat, sondern so von PS4 kenne ich ihn schon etwas länger. Der hat mir gesagt, es wäre besser, wenn ich dann in den Cutscenes einfach gar nichts sage und danach erst rede. Oder eher gesagt, darauf reagiere. Und ja, dann mache ich das jetzt. Und ja, wenn euch diese Folge auch gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal wieder ein Like da. Und ja, dann geht's jetzt los, wenn es fertig geladen ist. Oder fertig geladen hat, keine Ahnung. Und wenn ihr die vorherige Folge noch nicht gesehen habt, schaltet auf jeden Fall ab und schaut euch erstmal die andere Folge an, also die erste. Weil das ist halt so ein heftiges Story-Spiel, also das, da kommt die meiste Zeit und so und Cutscenes. Und ja, hier waren wir stehen geblieben. Wir sollten die Leiche hier transportieren und dann verbrennen. Und ja, das war ja auch hier eine Sache mit dem Gleichgewicht. Und ich habe auch gelesen, dass es mit den Leichen am schlimmsten ist. Und da war ich schon mal erleichtert, dass das nicht immer so sein wird. Okay, jetzt wieder ein bisschen langsam. Und ja, schreibt mir mal bitte wieder eure Meinung in die Kommentare oder Sachen, die ihr mir sagen wollt. Oder halt irgendwelche anderen Sachen, weil ich freue mich immer wieder, die Kommentare zu lesen. Ich schaue mir jeden einzelnen Kommentar an und ich beantworte ihn auch. Und ja, so, was ist denn hier? Ja. Das mache ich. Oh, Hightech. Dann mal los. Boah, erstmal hier meine Gasosdose öffnen und trinken. Was ist das? BB-28.
Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Nord wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat, steht alles in Igors Protokoll. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Ich habe eine Idee. Okay, Leute, das war gerade heftig. What the fuck? Oh mein Gott, weg hier! Ah! Hey!
Hilfe! Ich weiß, was ich machen soll! Hilfe! Ah. Ich höre mich selbst nicht mehr. Hört man mich gut? Ah. Ich habe Angst. Vor allem habe ich das. Oh. Holy shit. Ich habe noch das komplette Feeling, als wäre ich so im Spiel drin, weil die Gaming-Headset sitzt halt so heftig. Und man hört auch alles richtig laut, man hört sich selber einfach nicht mehr. Digga, ich bin richtig auf den Bildschirm fixiert. Holy shit, Alter. Was war das? WTF? Das ist also Death Stranding, okay. Ich verstehe dich, Bro, ich verstehe dich. Wo muss ich jetzt hin? Ah. Route einzeichnen, mache ich. Okay. Habe ich das gemacht oder? Ach egal, ich scheiß drauf. Feldtasche. Okay. So, also in welche Richtung? Die, okay. Okay. Bisschen gefährlich. Hilfe! Ah! Warte mal. Hä? Also L1. So. Ah. Ah. Leute. Wer findet auch, ich könnte jetzt schon Vater werden? Ich auf jeden Fall nicht. Ja, moin. Hä? Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Was habe ich nochmal gelesen? Brain Afka, lul. Ah ja, dass es keine Waffen im Spiel gibt. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber dennoch werde ich es spielen. Das heißt ja nicht direkt, dass es ein Scheiß-Game ist. Aber ich finde es schon eigentlich schade so. Weil Leute, wer will keine Waffe in einem Game haben? So. Aber ich finde auch, Games müssen keine Waffe haben, um gut zu sein. Ich denke, Death Stranding ist schon ein heftiges Game. Vielleicht ist es nur am Anfang ein bisschen langweilig. Also, mich hat es jetzt nicht so richtig hart überzeugt. Aber ich denke, es wird noch spannender. Okay, ich bin leise. Lol, ich kann Doppelsprung machen.
Also ein bisschen Bock macht das schon, hier so rumzurennen und zu springen. Boah, dann trinke ich jetzt auch mal was. Scan the bridges, ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter. Willkommen in Capital Not City. Dankeschön. Ich bin immer willkommen. Zurück zum Verteilerzentrum. Überprüf den Standort auf dem Kompass. Oder da. Hier ist doch das Zielzeichen. Ja. Okay, ich bin leise. Boah. Wie der aussieht, Alter. So, Leute, da bin ich wieder. Es gab kurz eine kurze Unterbrechung. Aber jetzt kann es direkt weitergehen. Unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Wenn sich jemand mit Dooms mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid, aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Okay. Das war, würde ich mal sagen, nice. Sam, ich hab doch gesagt, Dooms und BBs sind eine gefährliche Kombination. Vielleicht solltest du mal duschen. Du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist hart. Du bist wütend. Ist deswegen BB-28? Leck mich doch. Ich bin nicht dein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken ihm unser Leben. Du auch. Alles klar. Ich passe drauf auf. Grüß die Präsidentin von mir.
Es wird langsam Zeit, Sam. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Oha, wie viele Perks wir bekommen haben. Oder wie viel wir wieder aufgestellt haben. Sam, wiederhergestellt, meine ich. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Ja, moin. Wer drauf zeigt. Lul. Das will ich direkt noch mal sehen. Ja, guck mal. Ah, Digga, geil. So. Nee, ich will hier nichts ansehen. Ich muss duschen. Genau. Dann gehe ich da mal hin. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Ich höre dir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Amelie. Meine Mutter mag tot sein, aber ich bin hier. Und du, Sam, du bist auch hier. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk. Für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen. Die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam.
Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überleben. Oh Leute, wie wir gerade gesehen haben, ist Mortal Kombat 11 schon nutzungsbereit. Und ich hoffe, es gleich auch schon das Update installiert ist. Dann können wir es gleich auch noch spielen. Nice. Lebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, den UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt. Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenor City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenort City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben. Sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Qubit. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Qubit nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edgenor City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Danach werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich.
Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind.
Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist Die Hardman. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Also Leute, wenn das mal keine spannende Folge war, Leute. Wir haben gerade eben wieder sehr, sehr viel von der Story gesehen. Viel Sachen mitbekommen. Ja, was ist da? Idiot. Ja, und wir haben auch gesehen, es gibt Waffen in dem Game. Denn wir haben anscheinend Gegner mit den Waffen und auch viele, wie nennt man das nochmal? Übernatürliche Monster. Oder wie man das auch nennt. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.